Liebe geschätzte Lichtarbeiter der Erde, dies ist die heutige Botschaft der Galaktischen Föderation. Die da oben sind dafür verantwortlich, dass das Leben auf der Erde so ist, wie es ist. Gebeutelt von Krisen und Konflikten. Sie haben es sogar geschafft, die gesundheitsspendenden Strahlen der Sonne davon abzuhalten, in die Atmosphäre der Erde einzudringen, um der Menschheit ihre warme, heilende Energie zu geben. Es wird eine ziemlich schnelle Beschleunigung geben, wenn eine Reihe von Energien der Galaktischen Föderation auf Sie zukommen, und einige von Ihnen, die empfindlicher sind, bemerken bereits den Unterschied. Es kann der Beginn der Telepathie sein, die in Zukunft mehr gebraucht wird als das gesprochene Wort. Es ist anschaulicher und präziser und vermittelt Informationspakete, bei denen Worte manchmal nicht ausreichen. Ein allgemeiner Hinweis darauf, dass Ihr Bewusstsein steigt, ist ein Beweis für eine innere Ruhe und Loslösung von der äußeren Aufruhr. Sich zu zentrieren beginnt leichter zu werden und wenn man es einmal halten kann, wird man nicht so leicht in die unteren Schwingungen gezogen. Sicherlich sind diese Zeiten ein guter Test für Ihre Entschlossenheit, und es wird noch eine Weile dauern, bis Sie sich wirklich zurücklehnen und entspannen können. Du bist weniger in einem Film, der im spannendsten Moment abbricht, verwickelt, sondern in einen stetigen Druckaufbau bis zum ersten Sieg. Unsere Pläne lassen eine Reihe von Ereignissen zu, und wir müssen uns Zeit lassen, um zu sehen, wie es sich entwickelt. Unsere Absicht ist, dass sich die Dinge sehr bald in Bewegung setzen, aber es ist ein kompliziertes Thema, an dem viele Menschen beteiligt sind. Wenn ein Schritt gemacht wird, muss er absolut positiv sein und die gewünschten Ergebnisse bringen. Die Aussichten verbessern sich jedoch ständig, und wir warten natürlich nicht auf unbestimmte Zeit. Wir von der Galaktischen Föderation möchten, dass eure Befreiung von den Dunkelmächten ein Anlass ist, gefeiert zu werden und nicht durch unerwünschte Handlungen getrübt zu werden. Der große Aufstieg in der Bewusstseinsebene ist seit langem in den Köpfen der Menschen und seine Vorteile kommen zu ihnen. Der neue Ansatz auf der Finanzseite wird weitreichend sein, um eine Wiederholung des baldigen und völligen Zusammenbruchs zu vermeiden. Banken müssen den Menschen Rechenschaft ablegen, und das Glücksspiel der Börsenmärkte wird nicht mehr zugelassen. Der Inhalt der Bücher, die du im Link unter dem Video findest, wird verhindern, dass du im Leben verlierst und dir viel Hoffnung geben. Es findet sich auch ein Link zu 600 weiteren Inhalten über die Galaktische Föderation und die Plejadenweisheiten, mit denen du unterstützen kannst. Bitte abonniere auch den Sicherheitskanal von Ashtashiran. Es wird keine Unterscheidung mehr zwischen Arm und Reich geben. Wir von der Galaktischen Föderation müssen sagen, dass es auf der Welt mehr als genug Reichtum gibt, um eure Ziele bequem zu erreichen. Doch die da oben wollen euch daran hindern. Es erscheint uns ziemlich außergewöhnlich, dass in eurer Welt so viel verändert werden muss. Über Jahrtausende hinweg wurdet ihr jedoch in die aktuelle Situation hineingeführt und fast an dem Punkt angelangt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Die Aushöhlung eurer Rechte durch zunehmende Kontrollen über sie und der Raub eurer Steuern hat zu einem beinahe Zusammenbruch eurer Zivilisation geführt. Unter allen anderen Umständen hätten sie inzwischen problemlos ein angenehmes Leben führen können, mit all ihren Bedürfnissen. Sie werden die Freiheit, von der wir sprechen, schon bald schmecken, und dann haben sie Kontakt zu uns und die Garantie für ihr Recht, ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Es wird natürlich hauptsächlich im Plan für den großen Aufstieg vorkommen, aber es kann auch ein alternativer Weg gewählt werden. Ihre Aufgabe besteht derzeit darin, ihre Mitmenschen zu beruhigen und ihr Bestes zu tun, um den Angstfaktor vergehen zu lassen. Auf lange Sicht wird nichts wirklich wichtig sein oder die Fähigkeit haben, dir die Möglichkeit zu verweigern, aufzusteigen. Es ist so geschrieben und so wird es sein, wie es versprochen wurde, denn die Dunkelmächte haben es versäumt, ihre Ziele der Weltherrschaft zu erreichen. Die chaotischen Zustände werden aufgeklärt und der totale Frieden erklärt, indem die Konflikttechnologie der Dunkelmächte zum Schweigen gebracht werden. Mit zunehmenden Bewusstseinsebenen wird es viel einfacher, den Geist der Menschen zu einer neuen Denkweise zu heben, die hauptsächlich aus einem neugefundenen Verlangen nach Frieden resultiert. Ihr wisst es, die Zeit ist reif für die große Veränderung. Die Krise ist noch nicht vorbei, doch dann kommt das galaktische Licht. Eure Befreiung aus dem Gefängnisplaneten, euer Aufstieg in die 5. Matrix, die große Offenlegung und der Erstkontakt sind nicht mehr in weiter Ferne. Wir sind der Rat der Galaktischen Föderation, wir sind die Menschen des Arcturus, die Sirianischen Menschen, die Lyrianer, die Plejadier und sogar die Menschen der weit entfernten Andromeda-Galaxie.
Unsere Energieübertragungen mögen dich reinigen und dir helfen, die 3D-Matrix zu verlassen und in die göttliche 5D-Matrix rein zu transzendieren. Und in diesem Sinne verbleiben wir mit den syrianischen Worten, Shakara Umsilum Kevaru Ishtar, was so viel heißt wie, das Licht sei mit dir.